Tal. Oh. Jetzt sind wir im Familienurlaub. Beim letzten Mal habe ich es ja noch gesagt. Und natürlich mache ich den Brötchenservice. Aber was da draußen abgeht, das ist mega krass. Alter Falter. Windstärke 9 bei 0 Grad. Ich glaube, lange hält man es eh nicht durch. Alter! Oh, hallo! Habe ich mich nur erschrocken? Wer bist du denn? Ich dachte, ich bin ein harter Hund, aber du bist der härteste Hund. Hi. Ich habe extra nur ein bisschen mitgenommen. Das schmeiße ich mir gleich in meine Tasche hier. Die beiden Büchsen, die passen gut in meine Bartjacke. Falls ich einen Abriss habe mit meinem Bastelkram, schmeiße ich einfach in den Rucksack. Dann kann ich nämlich die Kiste hier lassen. Oh. Also Windstärke 9 aus Osten. Aber was hier ist, ist natürlich die Kreide. Alles eingetrübt hat, da hast du keine Chance. Ich starte jetzt hier mal mit meinem grünen Mevo-Blinker, weil der hat zumindest eine gute Sichtbarkeit, ist UV-aktiv. Weil irgendwie ist das überall ziemlich eingetrübt. Krasse Nummer hier auf jeden Fall. Echt krasse Nummer. Ich wechsle jetzt mal auf den Schmöckel, weil der hat zumindest ein paar Rasseln. Alter. Ein paar Rasseln drin, dass die Forelle eine Chance hat, den Köder zu finden. Weil es ist hier überall krass eingedrückt. Ei, ei, ei. Da draußen klingt's wie auf dem Güterbahnhof in Gütersloh. So ein Sturm ist richtig krass. Also ich habe innerhalb von anderthalb Stunden jegliche Energie verloren. Meine Finger sind festgefroren. Ich fahre jetzt ein Stück weiter, mal zum Bäcker ran. Wer hat denn von euch schon mal bei Windstärke 9 oder krasser geangelt? Haut es einfach mal in die Kommentare. Dann seid ihr echt krasse Typen. Ich halte es nicht so richtig lange aus. Das Wasser ist jetzt auch richtig eingetrübt. Also es ist einfach auch sinnlos, jetzt weiter mehr Forelle zu angeln irgendwie. Jetzt aber schnell zum Bäcker. Erstmal für meinen kleinen Kumpel, weil er so artig zu Hause wartet. Ja, das ist genau das Richtige für ihn. Hat er schön zu knäckern dran. Hier ist so ein schöner kleiner Hafen an einem der besten Fischimbisse, die es gibt. Alter, aber die haben gerade angesagt, Windstärke 10 aus Osten. Und bis jetzt bewahrheitet sich, dass wir dem, lass den Haken rosten. Versuche hier nochmal einen Barsch rauszukriegen. Weil eigentlich könnt ihr ein schönes Rückzugsgebiet sein. Ei, ei. Hey, was los? Oh, Alter. Oh. Hey. Der Fang des Tages. Oh. Oh. Schöner fetter Dreh. Das ist pervers, einfach pervers, Leute. Das ist einfach nicht normal. Also, Windstärke 10, 0 Grad ist brutal. Hilft alles nichts. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie krass das hier auf der Insel abgeht. Das habe ich auch so selten, also wirklich sehr selten erlebt. Das ist schon ein richtig krasses Naturspektakel. Jetzt bringe ich meine Brötchen heim. Dann wird der Hund versorgt. Ihr guckt euch die Bilder an. Und dann sehen wir uns, wenn ich mir was habe einfallen lassen. Gleich.
Alter, Leute, habe ich euch gesagt, das ist doch krass, was die Natur so zu bieten hat. Also es ist wirklich geil, spektakuläre Bilder. Ich fand es fantastisch, da rumzulaufen. Cooler Frühling 2018, läuft Bombe. Während alle anderen jetzt hier schön Kaffee trinken gehen, habe ich mir hier meinen Überlebensanzug zufällig hingelegt und werde mal hier noch ein bisschen angeln gehen. So, es ist jetzt hier auch immer noch richtig windig, aber hier habe ich eine richtig schöne geschützte Ecke. Der Wiegerhafen, ey, der ist wirklich manchmal Gold wert. Und eigentlich sind hier gute Barsche drin. Der Barsch ist so ein geiler Fisch, der ist so dankbar, hat keine Schonzeit und man kann es immer versuchen. Ey, was ist denn das für ein Bombentag geworden? Oh, ah, geil. Starte jetzt einfach wieder mit meinem Search Bait, nenne ich ihn mal. Mit dem kann ich hier echt gut erstmal gucken, ob was geht. Und dann mal gucken. Wasser ist ein bisschen niedrig, der Ostwind drückt raus, aber das muss man überraschen. Oh, aber ich bin draußen, ich kann angeln. Und das bei den Bedingungen ist schon extrem. Also, das habe ich wirklich extrem selten gehabt. So geil, aber zum Angeln natürlich der absolute Wahnsinn. Okay, immer so eine Notfallboxen habe ich immer im Auto. Man weiß ja nie. Ja. Das ist ja noch vom Döbelangeln letztes Mal, vom Hechtalarm am Döbelbach. Ja. Wenn man nie zum Aufräumen kommt, sieht die Angelkiste irgendwann so aus. Ja, der sieht doch ganz gut aus, den werden wir auf jeden Fall probieren. Hier ist genau die Hafeneinfahrt. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen probieren. Mal sehen. Wir können die Fische rein und rausziehen. Und hier ist so die Mischung zwischen trüben und klarem Wasser. Jetzt im Winter wäre wahrscheinlich Wurm eigentlich die bessere Wahl, habe ich aber nicht. Oh nee. Aber dafür eine schöne Perücke. Ui. Da hier im Bodden und gerade jetzt in so einem Hafen zu der Jahreszeit sich die Hechte auch einstellen können, die noch nicht zum Laichen unterwegs sind, mache ich mal an der etwas schwereren Route jetzt so einen Barschvorfach ran. Die sind schön dünn, aber können halt auch mal so einen Hechtbiss aushalten. Sind wir hier im großen Hafenbereich. Alter. Wir haben jetzt hier so minus 1 Grad, ist bitterkalt. Ich führe schon extra ein bisschen langsamer alles. Ich glaube, ich muss sie einfach nur finden. Oh, so, jetzt wechsle ich nochmal die Route und dann nochmal den Köder und dann nochmal den Bereich. Dann haben wir immer so 3-4 Köder in einem Bereich abgeangelt. Das ist auch für trübes Wasser einfach eine geile Farbe. Egal von welchem Hersteller, die Farbe ist einfach geil. Alter, was war das denn? Kraut oder Fisch? Mann, ey, gleich wieder Adrenalin pur. Ja, Kraut hängt nicht dran. Na gut. Dann werden wir da den Bereich nochmal anangeln. Vielleicht habe ich es einfach verpennt. Passiert dem Besten. Service. Geil. So lässt sich's angeln im Urlaub hier. Ah, naja, das war jetzt nix. Die Einheimischen sagen, bei Osten ist hier nichts zu löten. Meine ich. Das war auf jeden Fall ein richtig krasses Wochenende. Ich hatte nicht viel Zeit zu angeln, aber die Bedingungen waren auch beschissen. Allerdings war es richtig geil zum Angucken der Natur. Was da für Eiskonstellationen unterwegs waren, war einfach krass. Die Fische wollten nicht, der Frühling kommt nicht in Schwung. Es hilft nichts, da müssen wir durch. Ich zische zu Hause, lecke meine Wunden und beim nächsten Mal geht es dann wieder richtig los ans Wasser, weil ich habe jetzt auch wirklich Bock, langsam mal wieder vernünftig zu angeln und nicht immer nur zu improvisieren. Wenn es bei euch schon richtig losgeht, dann haut es mal in die Kommentare. Hilft ja nichts, denkt daran, angeln ist mehr und in diesem Sinne, bis gleich.